Und zwar unter einem wunderschönen Titel, wie ich finde, Sterben wir hier leider keiner. Das Ganze wird uns Johannes gleich erklären, worauf sich das bezieht. Wir saßen neulich mal mit ihm zusammen zu einem schönen Gespräch. Und da erzählte er nämlich, dass er in seinem Spiele-Podcast Puerto Partida mittlerweile auf so einige Probleme stößt, weil einfach keiner der Charaktere, die auf der Insel eingezogen sind, denn es geht um eine kleine einsame Insel, aber dazu gleich mehr, Lust hat, auch mal irgendwann nur den Serientod zu sterben und es den Schreibern einfacher macht. Und was genau solch ein Spiele-Podcast nun für Probleme mit sich bringt, was für Freuden, aber vielleicht auch, das wird uns jetzt Johannes erzählen. Viel Spaß. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, letzte Grüße aus Puerto Partida, das sieht man im Hintergrund. Ja, wir hätten gerne Leute, die sterben bei Puerto Partida. Passiert nur leider sehr selten, und wenn jemand stirbt, dann ist es so, dass die Resonanz ein bisschen zurückgeht bei der Community. Dann sind alle ein bisschen geschockt, habe ich so den Eindruck. Ja, Einblicke in Mechaniken eines Spiele-Podcasts. Erstmal, was gibt's überhaupt für Spiele? Also ich rege dazu an, in jedem Podcast-Format, in nahezu jedem Podcast-Format kann man ein kleines Minispiel unterbringen. Die klassischen Beispiele, also aus dem Radiobereich oder beziehungsweise von Markus Richter, das ist das Radio-Rollenspiel, so eine Mischung aus eben Rollenspiel und Radio und relativ klassisch eigentlich. Dann hatten wir Blue Moon, das ist Holger Klein hatte da die Black Stories teilweise gemacht. Das heißt, man hat eine Aufgabenstellung, wie jemand gestorben ist, und die jeweilige Person, also der jeweilige Anrufer, musste dann eben erraten, wie denn der gestorben sein könnte. Dann haben wir die Esel und Teddy Show noch. Das sind so drei Beispiele, die ich hauptsächlich bringen möchte oder jetzt im Vorfeld bringen möchte. Die Esel und Teddy Show macht gerne so Contests. Also das sind zwei Personen, die zum Beispiel Einkaufslisten sich gegenseitig vorlesen, und man muss dann erraten, wer dann wirklich diesen Einkauf getätigt hat. Das ist ganz witzig. Und dann haben wir eben noch Puerto Partida, meinen Podcast mit dem Logo. Nee, Tim, entschuldige. Das. Genau. Herr Tim sitzt hier vorne. Wir wissen bis heute nicht, ob das Logo vor dem Tim was da war oder der Tim vor dem Logo. Und jetzt schauen wir uns mal an in unserem Format. Also Puerto Partida ist ein relativ komplexes Format. Also wir haben hier eben Rollenspielelemente. Leute kommen auf eine Insel, müssen dort versuchen, rollenspielartig Rätsel zu lösen, um dann eben Bürger zu werden. Und ich habe mal so ein paar Bestandteile von Puerto Partida zusammengeschrieben, um den besten Burger zu bekommen. Die Basis von allem ist quasi so die Organisation. Dann ist bei uns, unser Format ist sehr Community getrieben. Bisschen das Fleisch ist quasi die Story. Da kommen noch drei Rätsel jeweils in jeder Folge dazu. Es gibt ein Auswahlverfahren. Musik, Atmosphäre ist so der Käse des Ganzen. Verschiedene Sprecher und Sprecherinnen. Der jeweilige Teilnehmer. Ah, da. Und dann gibt's noch ein Finale, und dann wird man Bürger, wie dieser kleine Dinosaurier auf diesem Burger. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier Sound reinkriege. Wenn ich das, Moment, ich steck's erst ein. Haben wir Sound, wenn ich das abspiele? Ja. Ach ja, genau, dann folgt die Einbürgerung. Ja, da kriegt man ein bisschen den Gag mit. Ein paar Impressionen. Willkommen auf Puerto Partida. Ich hatte Sie aber angeschwemmt, oder? Na, ich sehe, Sie haben da einen dieser Umschläge. Das gehört alles zur Show. Manche kommen wieder raus, manche nicht. Hey, komm doch einfach mit. Ist das nicht großartig? Was? Kein Geld? Und du willst ein Bürger sein? In solchen Gefahrensituationen ist Disziplin aller Teilnehmer unabdingbar. Betreten verboten. Das ist eine Baustelle. Lauf doch nicht weg. Spüre den Ball. Mein Taubtrüber Musenginst. Haben Sie sich das notiert? So, da wären wir. Das macht dann 300 Camus. Ich glaube, mir wird schwindelig. So viel können die Partie nur nicht saufen, denke ich. Aber das Bier heißt Putsch.
Weitere Details würden sie nur verunsichern. Ich will nicht mehr mit dir reden. Und ab zum Vulkan, bevor der Tick-Tack-Bumm macht. Genau, also das war jetzt nur mal so, dass man merkt, wie viele Leute da eigentlich auch Sachen einsprechen und eben damit arbeiten. So sieht unser Produktionsablauf aus innerhalb von 2 Wochen. Also es ist relativ eng gepackt und relativ zackig. Ich will das jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen, aber wir haben wir haben die Autoren, das sind 3 Stück, die im Grunde genommen die Geschichte schreiben, die Folge anlegen in WordPress, die Texte für die Webseite schreiben, die Story schreiben, Rätsel raussuchen, umschreiben und dann gibt's die Nachbesprechung noch. Der Spielleiter, das ist so mein Part. Die Sprecherinnen, das sind quasi ehemalige Bürger, die dann Texte einreichen, die relativ kurz Zeit haben, nämlich nur 4 Tage. Und die Zeichnerin, die eben jeweils eine Episodengrafik macht. Ja, das heißt, wenn man wirklich so ein Rollenspielformat, wir hatten ja dieses Beispiel mit Serial, wo eben auch 20, 30 Leute beteiligt sind. Wir machen das mit weniger im Hintergrund, also eben 3 Autoren, 1 Spielleiter, 2 professionelle Sprecher und zahlreiche ehemalige Bürgerinnen und Bürger und eine Zeichnerin, ist aber auch schon relativ groß gewachsen. Also man hört das dem Podcast auch an. Am Anfang habe ich das relativ alleine gemacht mit einem Sprecher zusammen und es ist halt jetzt zu einem großen Projekt geworden. Und hier habe ich mal so eine kleine Übersicht, welche Technik und Tools ich quasi jede Woche, also innerhalb von 2 Wochen mindestens einmal anklicken muss, dass man mal so eine grobe Idee hat, wie viel Aufwand in so einer Hörspielproduktion, sage ich mal, in Verbindung mit Rätseln und so weiter stehen. Unsere Basis, habe ich gesagt, ist die Community. Und zum einen muss man versuchen, die Einstiegshürden relativ klein zu halten. Also das heißt, wir haben hier drüben, kann ich jetzt gerade nicht so gut zeigen, aber wir haben hier drüben in dem jeweiligen Podcatcher auch das so gemacht, dass man, wenn man da draufklickt, dann kommt man direkt auf die Seite und kann eben springt direkt zum Kommentierfeld, kann dann ein Qualifikationsrätsel lösen oder eben auf die jeweilige Seite gehen. Hörer geben uns eben auch sehr viel zurück. Wir haben hier zum Beispiel ein Wiki, das unsere Hörer angelegt haben, um diese ganzen Geschichten zu verschriftlichen. Und eben hier auch die Zeichnung ist jetzt nicht von uns, sondern von einer Hörerin, genauso wie diese Karte von dieser Insel. Und das funktioniert im Austausch. Also man muss hauptsächlich halt seine Hörerinnen und Hörer auch wertschätzen. Das heißt, wenn man was geschickt bekommt, sollte man auch wissen, wer das war oder den Namen nennen oder die Person kennen und den Leuten eben das Gefühl geben, dass sie Teil dieses Projektes auch irgendwo sind. Wenn man das überhaupt möchte, weil das bedeutet natürlich auch einen sehr großen Aufwand. Ich kann das gerade mal kurz zeigen. Wir sind jetzt gerade in einer Staffelpause. Aber wenn ich mir jetzt hier Twitter anschaue, was jetzt innerhalb der letzten 2 Wochen kam, über Direktnachrichten, wir sind jetzt hier bei Tag 5, 7, 11. Am Montag kommt die neue, also das heißt, das ist schon einiges, was wir an Feedback über Twitter bekommen. Und das funktioniert eben, weil die Leute in diese Geschichte reingesogen werden. Und Twitter ist halt einfach der Kanal, wo man sich halt ein bisschen besser austauschen kann bei uns. Und dahinter sieht man natürlich auch nochmal das Wiki. Das soll jetzt aber nicht entmutigen unbedingt, weil so sieht auch ein Auswahlrätsel aus, aber das soll jetzt nicht entmutigen. Man kann spielen und man kann die Community so ein bisschen dazu auffordern, eben Teil zu werden. Nur muss man eben auch antworten oder man muss die halt auch eben integrieren. Da gibt's halt eben verschiedene Ansätze, zum Beispiel, dass man die verschiedenen Leute bewusst zum einen anspricht
und eben nach bestimmten Meinungen fragt, aber auch eben wie hier, wir hatten jetzt Hörerinnen-Geschichten, also wir haben jetzt gerade Staffelpause und da haben uns eben dann Hörerinnen und Hörer Geschichten eingeschickt, die wir dann eingesprochen haben, um eben das ja zu präsentieren oder eben professionell quasi aufzunehmen. Und wir hatten da ja 16 Geschichten, glaube ich, dann letztendlich. Dann kommen wir zum Thema noch, wie sieht das jetzt von der reinen Musikstruktur bei uns aus? Also ich fahre hier natürlich, oder wir fahren hier ein sehr, sehr großes Set. Deswegen, also Hörspielproduktion, die auch noch live stattfinden soll, ist einfach ein echt sehr aufwendiges Thema. Das kann man mit einem kleinen Rätselspiel oder so viel, viel einfacher gestalten. Wir haben hier zum Beispiel eine kleine Spielszene, die ich gerade mal, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Soundboard, mit dem es möglich ist, im Spieleladen eine kleine Runde Mastermind zu spielen. Also das heißt, ich habe jetzt in dem Fall Matthias, auf den man trifft im Spieleladen. Hey, Lust auf ein Spielchen? Ich überlege mir eine Farbkombination, bestehend aus maximal 3 Farben. Du hast zur Auswahl Gelb, Magenta und Cyan. Du darfst 5-mal raten, dann musst du mir die richtige Kombination nennen. Nach jedem Durchgang sage ich dir, wie viele Farben stimmen und wie viele an der richtigen Position sind. Aber nicht welche. Natürlich können Farben auch mehrfach vorkommen, das ist doch klar. Lass uns um eine Münze spielen. Ich habe meine Kombination. So, jetzt kann der Kandidat quasi antworten und Matthias fragt danach. Was ist deine erste Kombination? Der Kandidat antwortet oder die Kandidatin? Du sagst Cyan, Magenta, Magenta. Eine Farbe ist korrekt und davon ist eine an der richtigen Position. Ich glaube, man kriegt eine Idee davon. Ja. Das ist schade, das war dein letzter Versuch. Aber du kannst gerne noch einmal auf Risiko spielen. Also ungefähr so läuft das dann bei mir im Schlafzimmer, wenn ich Aufnahme habe, ab, dass ich hier eben verschiedene Sachen drücke, dabei Sachen notiere und die Geschichte, die eben Nina, Jonas und Lars jeweils schreiben, dafür nutzen wir quasi Trello, das ist jetzt quasi die zweite Staffel, die vergangene. Das ist jetzt so eine Folge mit den verschiedenen Möglichkeiten, wo man hingehen kann und welche Sounds dann eingespielt werden. Und man kann damit sehr viel spielen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch jemanden... Hallo, wer sind Sie denn? ...der auf der rechten Seite hier die Standardantworten hat und auf der linken Seite ist quasi die Story. Genau, das jetzt nur mal so als Einblick eben. Dazu bekommen die verschiedenen Spieler hier auch verschiedene Anweisungen, sage ich mal. Also zum einen zum Thema Aufnahmequalität, so ein bisschen, wie man seinen Charakter besonders macht. Weil es ist auch für uns natürlich sehr wichtig, dass der Hörer, die Hörerin eben auch den Unterschied erkennt zwischen den verschiedenen Charakteren. Wir haben jetzt mittlerweile über 30 Leute auf der Insel wohnen, was ein so langsam ein Problem wird, sich die Leute zu merken. Die stellen sich zwar jedes Mal auch vor, aber dazu kommen dann eben noch, also da kommen dann 11 verschiedene Stimmen noch von mir dazu. Und so, ja, und die müssen halt auch irgendwie dem Spieler die richtige Richtung weisen, verstehen Sie? Und das ist so, also da kommen wir jetzt tatsächlich so langsam an Grenzen und deswegen auch der Titel, warum oder sterben will eigentlich keiner, weil es ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die oder Bürgerinnen und Bürger, so eine kleine Auszeichnung, Teil dieses Projektes zu sein. Und ja, die wollen halt eigentlich nicht sterben. Die wollen quasi Bürger werden, wollen ihre Ideen weiterspinnen. Was könnten sie als Bürger auf dieser Insel noch machen oder als Bürgerin?
Was für verrückte Ideen können da noch passieren? Es hat sich sogar, weil mich Tim gerade so schön anlächelt, es hat sich sogar ein Account aus einem Nebensatz auf Twitter gebildet, eben die Spinne, die im Vulkan lebt und versucht jetzt auf Twitter Leute in ihr Netz zu bringen, wie zum Beispiel solche Sprüche wie, ja, wenn du eine Liegematte brauchst oder so, dann spinne ich dir doch schnell eine und so. Also da entsteht eine ganz andere Dynamik und das ist total geil. Also das ist total spannend, mit der Community zu arbeiten, aber man ist halt auch so ein bisschen Community-Manager dabei. Das macht es halt auch sehr angenehm und dadurch ist halt auch die Motivation für uns sehr hoch, auch als Team. Ich habe am Anfang, wie gesagt, eher die Geschichten geschrieben und jetzt sind wir mittlerweile zu einem kleinen Unternehmen geworden, wo ich dann mehr die Organisation und eben dann die eigentliche Sendung fahre. Das heißt, so ein Projekt kann halt auch wachsen und kann natürlich auch irgendwann zu groß werden. Ja, so viel erstmal dazu. Aber die spannende Geschichte ist eigentlich, dass die Leute, die eben hier mitmachen, eigentlich auch echte Fans sind und das gibt einem einfach so viel. Und ich glaube, das kann man auch so insgesamt beibehalten. Das sind jetzt so die Coverbilder von der zweiten Staffel, wo eben auch das Letzte, das kommt eben morgen raus, das Letzte ist halt von einem Hörer am Strand mit unserem Schlüsselband aufgenommen worden, ohne Aufforderung. Und das ist halt, das gibt halt einem viel. Ja, damit bedanke ich mich für den Vortrag. Wenn ich noch ein paar Minuten habe, dann würde ich noch Fragen beantworten, falls welche da sind. Anson. Ich habe noch 10 Minuten. Ah, dann spiele ich auch noch was ab. Nämlich das Outro von den Metafolgen. Ja, vielen Dank, Johannes. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hängen wir ein bisschen im Zeitplan und verschieben uns so um 15 Minuten komplett nach hinten, was aber kein Problem ist, weil wir dann für das Mittagessen trotzdem noch ausreichend Zeit haben werden. Und deswegen jetzt auch noch Zeit für Fragen. Also wer welche hat, Hände hoch. Ralf. Ich mag das, wenn man das so ansagen kann. Ralf. diese Produktionslogistik, die hat mich schwer mitgenommen. Jetzt mal nur auf deine Person runtergebrochen. Wie viele Stunden pro Woche investierst du netto in dieses Projekt? Ich weiß es nicht. Also momentan, aus eigenem Seelenheil weißt du es nicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Man kann zum Beispiel im Wiki auch sich alle Musikstücke anhören, die ich quasi selber gemischt habe, aufgrund deines Kurses übrigens. Wo man dann halt auch sieht, dass es halt also allein hier gibt es eben verschiedene Intros zu verschiedenen Sonderfolgen und die halt hier auch verschieden angelegt wurden. Ich sag mal so, das ist entstanden in der Endphase meines Studiums, dieses Projekt vor einem Jahr. Und jetzt ist es halt, bin ich halt quasi selbstständig und komme jetzt wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Monaten dann in einen festen Beruf, dann muss halt der Produktionsablauf noch ein bisschen mehr verteilt werden, sagen wir so. Also die Aufgaben müssen natürlich dann ein bisschen stärker umgeschichtet werden, die jetzt gerade bei mir sind. Organisatorisch finde ich es auf alle Fälle sehr lehrreich, weil ich natürlich irgendwo auch merke, ich habe vorher Kurzfilmproduktion gemacht, das kommt schon dem Ganzen sehr nahe vom organisatorischen Aufwand. Wir haben jetzt zum Beispiel als Vereinfachung
machen die verschiedenen Sprecherinnen, also ehemalige Bürger, wie eben Matthias, der dieses Spiel da eingesprochen hat, sprechen eben Texte ein, die wir dann eben auf das Soundboard legen. Und die haben sie vorher per Mail geschickt, per Dropbox-Download und so weiter. Das machen wir jetzt alles über Google Drive. Die haben einen geteilten Ordner, legen das da rein. Dann haue ich das einmal durch Auphonic und ziehe das auf Soundboard und gut ist. Also ich sag mal, wahrscheinlich sind so 20, 30 Stunden pro zwei Wochen. Weitere Fragen? Die 20 bis 30 Stunden haben jetzt, glaube ich, alle geschockt. Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, also das Schöne ist eigentlich, dass halt auch viel zurückkommt. Wir werden jetzt noch eine dritte Staffel definitiv machen. Das ist im Plan. Aber wir müssen danach natürlich doch schauen, wie es weitergeht. Also mein Wunschtraum war ja mal am Anfang, dass ich vielleicht so einen Tag die Woche dafür dann opfern kann, dass so viel Spenden quasi reinkommen über Patreon oder über PayPal, dass ich mir leisten kann, eben nur 4 Tage die Woche zu arbeiten, um dann am 5. und 6. Tag zu arbeiten für Puerto Partida. Aber das hat sich leider nicht bewahrheitet. Kurze Frage, auch vielleicht so als Blaupause, falls sich hier irgendwie Projekte rausbilden, wo man dann wirklich mal so ein Team an Produzenten und Schreiberlingen hat. Wie viel Aufwand ist das denn für die Autorinnen und Autoren, da die Geschichte vorzuentwickeln sozusagen? Nina? Darf ich dich nach vorne bitten, kurz? Ich kann dir auch einfach das Mikro geben. Oder genau, eine andere Seite. Das ist eine unserer Autorinnen, Nina, vielleicht ein kleines. Ja, es geht damit los, dass wir uns ja koordinieren. Halt das Mikro bitte ein bisschen so. Ja. Es geht damit los, dass wir uns koordinieren müssen. Also wir drei Autoren und Johannes natürlich. Wir haben da regelmäßige Skype-Konferenzen, die meistens ein paar Stunden dauern. Oder Studiolink-Konferenzen. Oder Studiolink, ja. Genau. Und das Schreiben der Folgen alleine, das denke ich, nimmt ja jede Folge so 10 bis 12 Stunden ungefähr in Anspruch, weil es ja doch recht viel ist. Also man muss sich vorstellen, man schreibt das Intro, den Einstieg und den Ausstieg quasi, also das Finale. Man schreibt die Folge, das sind einzelne Szenen und da muss wirklich jede Szene genau geschrieben werden. Jeder Neubürger muss genau seinen Text haben und Johannes muss auch einen Leitfaden haben, wie er seine Figuren zu sprechen hat. Also es ist schon mit relativ viel Aufwand verbunden und es ist sehr detailreich, deswegen, wie gesagt, so 10 bis 12 Stunden schätze ich ungefähr. Und durch diese Detailreichheit kann ich wieder improvisieren, was wieder die Autoren dann ärgert, wenn ich mich nicht ans Skript halte. Ja. Da habe ich nur eine Frage. Was muss man denn mitbringen an Kompetenzen, um bei euch im Team dazu zu stoßen? Also viel läuft über Sympathie, man muss gut zusammenarbeiten, das ist halt so der Kernknackpunkt natürlich. Es kommt darauf an, welchen Bereich man natürlich belegen muss und sollte da natürlich zumindest Engagement haben oder halt Spannung und natürlich auch Lust drauf haben, das selbstständig durchzuführen. Also ich kann mir die Zeit nicht mehr nehmen, um quasi jemanden anzutreiben oder eben jemanden oder einer quasi immer hinterher zu telefonieren oder so. Das wird halt nicht mehr funktionieren, weil wir müssen uns gegenseitig entlasten und wir haben eben eine sehr hohe Motivation innerhalb vom Team, auch wenn ich jetzt gerade nicht so klinge, weil ich auch ein bisschen verschnupft bin. Aber wir haben jetzt aus der Hörerschaft Leute, die sich ums Wiki kümmern, die auch schauen, dass die Artikel passen und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Wir haben unter anderem eben verschiedene Zeichner für die Organisation an sich. Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wo wir noch Hilfe brauchen können, weil wir müssen es natürlich, also je mehr ich abgebe, desto mehr Organisationsaufwand habe ich. Das heißt, mein Organisationsaufwand muss natürlich kleiner bleiben als letztlich die Entlastung dadurch. Aber wenn jemand Bock hat, und dann kann man sicherlich über das ein oder andere reden, was man vielleicht an Koordination noch abgeben könnte.
Sonst noch Fragen? Ja, da hinten, ihr seid nicht so schüchtern beim Melden, dann sehe ich das doch nicht. Also interessant ist halt eben auch diese Entwicklung, die man dem Podcast anhört, von dem Zwei-Personen-Projekt eben hin zu diesem großen Projekt. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir auch eine vergleichsweise in der Podcast-Landschaft hohe Frauenbeteiligung haben. Also ungefähr 30% weibliche Kandidatinnen haben wir. Das sind zwar immer noch nicht 50, aber immerhin geht's in die richtige Richtung. Ja, Uliko, jetzt stehst du schon vorne und hast die neue Staffel schon angeteasert. Kannst du schon ein paar Einblicke geben? Ein bisschen spoilern? Also das Finale war ja so, dass im Grunde genommen die Insel kurz vor der Explosion steht, weil wir nicht wussten, ob wir weitermachen. Wir wissen es mittlerweile. Ich sag mal so, es gibt noch eine Inselgruppe neben der Insel, die wird mehr in den Vordergrund treten auch. Wir werden versuchen, dass wir jetzt, ach so, wir hatten zum Beispiel auch eine Schulung mit verschiedenen TV-Autoren, die für verschiedene Formate schreiben. Und wir haben jetzt gelernt oder wir versuchen jetzt in der nächsten Staffel einzelne Geschichten so zu schreiben, dass man einen Quereinstieg auch ermöglicht, weil jetzt baut es so alles so ein bisschen aufeinander auf und es ist sehr, sehr schwierig, noch quer einzusteigen. Und jetzt versuchen wir in der nächsten Staffel zum Beispiel eher kleinere Folgen. Der Vulkan wird wieder noch, ich meine, die Hauptinsel wissen wir nicht, ob überlebt. Langfristig, wenn niemand wirklich sterben möchte, dann werden wir die wahrscheinlich aufteilen zwischen Inselgruppe und Hauptinsel und werden die Personengruppen ein bisschen splitten, um eben auch da ein bisschen Leben reinzubringen. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich und ich danke euch. Ihr vielleicht auch nochmal. Ja.